Moin zusammen, willkommen in der Booster Base. Heute habe ich für euch die Kampfbox von Bisaflor V-Max. Letztes Mal hatten wir schon Tutok geöffnet und jetzt schauen wir uns auch nochmal das Bisaflor an. Fände ich auch sehr hübsch, die Karte vom Artwork, gefällt mir sehr gut. Und die Höhen sind genauso genial. Jetzt schauen wir mal rein. Sieht immer wunderbar auf. Hier haben wir die Promo. Richtig abgefahren, das Bisaflor. Ich hole das mal raus, kurz aus der Höhle. Wunderbar. So, hier haben wir den schon. Finde ich sehr cool. Dann die XXL-Karte. Hier haben wir die Höhle. Ich habe noch die Totok-Höhle. Ich finde, die passen sehr gut zusammen. Jetzt könnten sie es nochmal für das Glurak auch nochmal machen. Das wäre ganz witzig. Wenigstens die Höhlen. So, und wir haben zweimal Kampfziele, einmal Flammende Finsternis und mal wieder Ultra Prisma. Und ich würde sagen, diesmal fangen wir mit dem Ultra Prisma an. Wir haben einmal den Online-Code für euch. Starte mit der Pflanzenenergie. Kommandutan. Dem Adressbuch. Schlurp. Bammelin, Evoli, Mullunk, Chillast, Reverse Boilin und die erste Rare, ein Waschrotom. Ist auch ein sehr witziges Artwork. Weiter geht's, Flammende Finsternis. Online-Code für euch. Nur 4, ja. Und Lichtenergie. Kabu, Hypnomorba, Datignis, Qualité, Toxel, Skoppel, Eislaus, Petsneef, Watermark und die Rares ein. Galaflunschig V. Sehr cool. Sieht aber auch fies aus. Also guckt schlecht gelaunt, sagen wir es mal so. Und weiter geht's mit dem neuen Set Kampfstile. Wir uns auch noch ein paar coole Karten für die Sammlung. Mal gucken, vielleicht ziehen wir was Cooles. Online-Code für euch. Eine Pflanzenenergie. Ibitak. Antonia. Sepa. Bronze. Knofensa. Electek. Turm des Unlichts als Reverse. Und die Rare. Ein Apoqualyp. Apoqualyp. Aha. Kenn ich auch noch gar nicht, das Pokémon. Letzte Pack heute schon. Na, manchmal gehen die aber auch echt ein bisschen schwierig auf. Online-Code für euch. Unlichtenergie. Schwerthold und Schildrech. Das sind auch zwei, ey. Mein Gott. Antonia, Glonkett, Mullung in Knetartwork, Krebskorps, Lala Fleckmond, Praktibalk, ein Reverse Waggon und die letzte Rare heute ist ein Amphira in Rare. Sehr schön, ich würde sagen, immerhin eine V und das coole Bisaflor. Da freue ich mich am meisten drüber. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Boosterbase. Ciao!